Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dunnelbär TV. Es ist Tag 21, 23 Uhr. Ich hole euch heute ein bisschen früher dazu. Wir haben ja in der letzten Folge und ja in den letzten beiden Folgen eine Menge Bücher geholt. Ich habe mir jetzt den Forschungstisch noch mal ein bisschen angeguckt. Also in den Fertigkeiten haben wir soweit alles fertig. Das eine Buch, was wir gefunden haben, Architektur, ist für den Meister Baumeister. Das hatte ich auch tatsächlich auf dem Schirm vorher. Das Buch mit den Katzen, das müsste hier beim Taktiker gewesen sein. Nee, gar nicht. Das war das, was fehlte. Die Kunst des Krieges, das Buch habe ich tatsächlich noch nicht. Beziehungsweise ich müsste mal in der Kiste nochmal gucken. Und hier unten habe ich jetzt, ich habe geguckt, wie weit ich komme, aber nicht weit genug. Und ich habe hier jetzt auch auf dem Weg kein Buch gefunden. Was ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen will, das Buch mit der Katzenphysik ist hier für den Profiboxer. Den möchte ich auf jeden Fall reinnehmen. Weil der bringt die Ausweichrate halt nochmal ein ganzes Stück hoch. Jetzt gucken wir mal gerade Kunst des Krieges, die beiden Dichtung und Zeitablauf. Ach guck mal, die hatte ich hier schon drin. Dann habe ich die wohl schon benutzt. Kann ich die schon mal wieder rüberholen und hier mit reinpacken. Zeitablauf, die habe ich dann wahrscheinlich auch schon benutzt. Ich habe leider in der ganzen Tour hier nur einen einzigen Chip gefunden bisher und wir brauchen. Das Einhandschwert, Lichtschwert kennt man ja schon. Für das Zweihandlichtschwert bräuchten wir aber zwei Chips. Deswegen konnte ich das noch nicht bauen. Und das Einzige, was ich jetzt noch gesehen habe, was noch neu ist, was ich noch nicht gebaut habe, ist die Motorsäge. Die gucken wir uns auf jeden Fall nach meinem Urlaub an. Entweder hier oder eben in der neuen Staffel. Ich habe keine Ahnung, ob die als Waffe dienen soll nachher oder zum Holzfällen. Aber das werden wir dann auf jeden Fall ausprobieren. Ansonsten vollgemampft habe ich mich. Ich habe jetzt nicht noch mal extra irgendwelches Buff-Food zusammengekocht. Wir hauen uns jetzt mal diese beiden rein. Die habe ich nämlich jetzt gerade noch da. Und dann würde ich mich damit auch zufrieden geben. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt hier einfach auf die Horde und aktivieren dann alles. Und ich bete, dass der Stromkreislauf funktioniert. Ich habe für alle Fälle schon mal Batterien überall noch mal nachgefüllt, so dass die Fallen auch ohne Strom weiterlaufen können. Und was ich natürlich wieder vergessen habe, ich werde mir hier jetzt noch mal eine ordentliche Portion Benzin. Ach nee, guck, ich habe sogar schon ein bisschen Benzin eingepackt, dass wir nachher den Stromgenerator anschmeißen können, weil den werden wir heute Nacht definitiv brauchen. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil dieses Ding da vorne, dieser Plasma, ich vergesse immer diesen Namen, ich gucke es noch mal nach. Hier, Plasmaschocker, der verbraucht halt Unmengen an Strom. So, dann mache ich jetzt noch mal einen Cut und hole euch gleich dazu, sobald die Nicht Horde hier kaum ist. gelohnt. Die Welle hat begonnen. Wir aktivieren alle Stromkreise. Ich hoffe, jetzt explodiert hier wirklich nichts. Wir warten es einfach mal ab und schauen mal, wie es aussieht. Wenn die laufen alle noch oder Windräder, dann lasst uns mal hochgehen und mal schauen, ob wir die Jungs hier dann mal begrüßen dürfen. Ich höre die Musik schon. Oh, das Plasma-Ding da vorne leuchtet ja richtig cool. Ich bin gespannt. Also es ist eingestellt, dass es auf schwere Zombies und auch auf Riesenzombies reagiert. Genauso wie Katapult und so weiter. Ich glaube, hier müsste noch, ja, da ist auch reichlich Muni drin. Ballisten habe ich soweit aufgefüllt. Die rechts und links, die hatten noch knapp 180 Schuss. Die habe ich jetzt mal so gelassen. Und hier habe ich jetzt nochmal 700 reingepackt. Wir gucken nachher mal, wie es läuft. Wenn es kritisch werden sollte, kann ich ja immer noch hingehen und hier was rausnehmen und unten reinpacken. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das passieren sollte. So, ja, vorher war es eigentlich immer so, dass die Jungs sofort da waren. Ist jetzt aktuell scheinbar nicht der Fall. Ah, jetzt geht's los. Wo kommen sie? Von da. Ja, und das habe ich mir gedacht. Verdammt, das habe ich natürlich tut das, was man soll. Oh, jetzt der Plasmaschocker scheint aufzuladen. Wow, der macht ja richtig Alarm. Ich wollte jetzt einmal schnell gucken, was ich brauche, um so eine Wand herzustellen. Weil dann versuche ich die gleich einfach von oben nochmal da rein zu ballern. Das wird hier eigentlich funktionieren. Okay. Muss man die auch aufwerten? Kann man gar nicht aufwerten. Verdammt. Genau, die Wand. Die Wand, die Wand, die Wand. Ach, hier so eine blöde. Seile und Holz, das müsste ich alles noch da haben. Da die Batterie hat auch wieder einen weg.
Seile und Holz. Gucken wir, dass wir die noch schnell reparieren. Wenn das die Hauptbatterie ist, die da durchknallt, dann läuft das stromtechnisch natürlich gar nichts. Jetzt laufen wir nochmal nach vorne. Kurze Pause nochmal. So, ich hatte vergessen, die Grafikeinstellung runterzustellen. Habe ich jetzt eben nachgeholt. Jetzt gucken wir, wie stelle ich mir jetzt die letzten Wand hier aus, damit ich nicht gleich Fußschritte machen muss. Vielleicht von da vorne. Mal kurz, da ist schon wieder alles aktiviert. Ich muss da gleich unbedingt hin. Nicht, dass ich von hier da reingeballert habe. Fußmauer machen wir jetzt auch einfach aus Holz, das gute Stück. Ich hoffe, die lassen mich hier in Ruhe arbeiten. Kriege ich nicht rein. Aber gut. Jetzt muss ich nochmal Bretter holen. Und dann versuchen wir es gleich mit der anderen Wand. Dass wir das Loch dazu kriegen. Weil sonst ist der komplette Plasma-Schocker umsonst gewesen. Das fände ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Da haben wir ja schon ein bisschen Energie jetzt reingesteckt. Die Kiste brauchen wir. Bretter haben wir auch noch. So, dann laufen wir nochmal nach vorne. Das fühlt sich schon eigentlich, ne? Das finde ich schon mal gut. Im Moment scheint das alles noch zu laufen. Bin mir jetzt natürlich wieder nicht sicher, ob das wegen der Batterie ist oder wegen... Geht. Und sie steht. Deswegen werde ich sie jetzt nicht finden, also die wird wahrscheinlich zwischendurch mal Feuer fangen. Gucken wir uns unsere Elektrogeräte nochmal an, da explodiert es glaube ich in einer Tour. Ach nee, das sind hier die Jungs. Ich habe meine Armbrust gar nicht ausgerüstet. Das heißt, die Ballista ist leer geschossen oder ist der Strom leer? Da ist einiges am Start. Oh oh. Haben die jetzt hier den Schwierigkeitsgrad so krass hochgeschraubt? Ne, die schießt nicht, weil der Stromkreislauf wieder aufgekommen ist. Und er scheint es auch permanent zu bleiben. Ah, das kriege ich glaube ich nicht hin. Okay, es hängt also definitiv jetzt viel zu viel Sachen an den Pfeilen dran. Ich würde dann das Ding einmal ausmachen, wenn ich es denn hinkriege. So, und hoffen, dass ich das repariert kriege. Vielleicht kriege ich das. Ne, er explodiert direkt wieder. Verdammte Hacke. Also es ist definitiv das Plasma hier vorne, was dafür sorgt, dass alles explodiert. Habe ich den Hammer in der Tasche? Das Essen schnell. Nee, habe ich nicht. Muss ich auch nochmal holen. Oh, Chaos hier. Guck mal, meine letzte Nacht vor dem Urlaub und ich habe totales Chaos am Start. Hammer ist hier drin. Da ist er und den tausche ich gegen die 2 aus. Okay, so, dann betet mal, dass ich das hinkriege hier. Und zwar muss ich es jetzt schaffen. Nicht so. Oh, da kommt einiges. Ist es hier schon wieder irgendwo? Ja, hier. Ich versuche es nochmal. Ja, es geht mir direkt wieder um die Ohren. Und ich brenne schon wieder. Muss ja wieder warten. Und dann diesmal hoffen, dass ich nicht vorbeilaufe. Wobei, ich brauche es doch gar nicht so kompliziert machen. Ich kann doch auch einfach, jetzt muss ich kurz überlegen, wo haben wir das denn langgezogen? Minigun vorne ist es doch einfach nur. Das heißt, wenn ich dieses Ding hier abweise, dann sind zwar die Kabel weg, aber die Überlastung müsste dadurch dann auch weg sein. So, das haben wir. Und jetzt schnell versuchen, alles zu reparieren. Jetzt explodiert die doch wieder. Warum? War das nicht das Richtige? Nee, ich habe das Plasma-Ding doch auf dem Gerät hier. Und das ist blöd. So, jetzt. Wenn man sein eigenes Stromnetz mal kennen würde. Es explodiert sofort wieder. Ist ja völliger Wahnsinn. Versuchen wir hier nochmal alles durchzureparieren. Verrecken wir jetzt echt in dieser Nacht. Nur weil ich das Plasma-Ding mal ausprobieren wollte. Ja, doch, durch die Feuergeschichten, ne? Nee, reparieren kann ich nicht, weil ich keine Macht hab. Ja, er steht da einfach schön rum. Alles okay. Kann ich mir meine Waffen wiederholen. Und ich versuche es nochmal. Irgendwie müssen wir das ja mal hinkriegen. Ich habe den rechten Schalter habe ich abgeschaltet, ne? Es explodiert sofort. Warum? Das habe ich abgestellt. Vielleicht sollte ich das Teil hier auch nochmal abschalten. Wenn ich dazu komme. Nee, ich komme nicht dazu. Weil ich noch brenne.
Jetzt haben wir es. So, dann noch mal was essen. So ein Chaos hier. Habe ich das Plasma-Ding abgeklemmt? Doch, ich müsste es. Metzger in der Base. Okay, jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Wenn wir denn dazu kommen mit der ganzen Brennerei. Wichtig ist, dass der Haupteingang vorne wieder in Gang kommt. Das heißt, um das jetzt irgendwie hinzubekommen, würde ich das Ding jetzt abreißen. Weil damit ist der Plasmawerfer nicht mehr außer, falls ich ihn überhaupt noch am Netz hatte jetzt. Das werden wir aber jetzt gleich sehen. Nee, das liegt da nicht dran. Da kommt einfach zu viel Butter rein durch die Batterie, wo ich tippe. Das war so ziemlich der schlechteste Ort, wo ich jetzt hätte hinfallen können. Oh nein, man liegt da auch noch. Ehrlich. Ja, was machen wir? Ich habe gespeichert vor der Horde. Also, was wir jetzt machen können, um die Situation zu retten, weil ich werde so ein... Ach ja, den habe ich total vergessen. Okay, wir machen das jetzt so. Wir machen hier jetzt einen krassen Abgang. Ich laufe jetzt zum Flugzeughangar und beende. So machen wir das. Also anstatt jetzt hier die Horde zu überstehen, was wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird, weil ich das nicht in Gang kriege, ich weiß nicht, woran es liegt, dass diese Stromkiste ständig explodiert. Aber wir werden uns jetzt das Ende hier reintun. Gucken, ob ich das schaffe, überhaupt dahin zu laufen. Ich glaube, wir hatten sowas Ähnliches schon mal probiert in der Koop-Staffel mit meinem lieben Mr. Senfbrett. Und ja, das hat auch nicht so richtig gut hingehauen. Wenn ich jetzt die Richtung wüsste, da lang. Habe ich mir keinen Wegpunkt gemacht? Wie sieht's Zombie-Tech? Oh, nee, ich muss noch ein bisschen weiterlaufen erstmal. Ich habe nicht mal was zu essen dabei. Nur ein Hammer. Und ein Wolf habe ich auch noch an der Backe. Na gut, dass meine Ausdauer-Skills ein bisschen höher sind. Ja, ja, doch, wir müssen hier rumlaufen. Ich mach mal schnell die Map auf, das wird schon hinhauen. Ja, wir sind ja schon fast... Nee, das war der falsche Punkt. Nochmal... Da müssen wir hin. So, da sind sie auch schon. So, dann brauche ich mich wenigstens nicht auf die Navigation konzentrieren, sondern kann einfach durchrennen. Oh Mann, ich bin doch eine Pflaume, ey. Ich bin eine Pflaume. Das ist jetzt echt blöd. Das war auch ungeplant. Ich improvisiere gerade, aber ich glaube, doch, wir müssten durchkommen. Muss es jetzt nur einmal hier durchschaffen. Ich bin auf 6 FPS, nur da auch nochmal zur Info, wenn ihr euch wundert, dass ich irgendwo gegenlaufe. Also die Framerate ist übelst gedroppt und ich habe echt keinen Plan, woran das liegt. Mit dem Strom. Ich habe doch jetzt diesen Plasma-Generator vom Netz genommen. Eigentlich dürfte es an dem nicht mehr liegen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es an dem nicht mehr liegt. Und sonst die anderen Sachen. Ich habe dann noch die schweren Zombie-Sachen vom Netz genommen. Dann lag das jetzt echt daran, vielleicht, dass ich wirklich 3 Batterien an das Ding dran getackert habe. Oder 4 sogar. Vielleicht ist deswegen das Stromnetz einfach permanent überlastet gewesen. Aber gut, ich hatte jetzt keine Chance, das vorher vernünftig zu testen. So, hier haben wir nochmal einen Berg. Den umlaufen wir mal. Und dann sollten wir am Ziel ankommen. Ich weiß auch nicht... Das dauert ja auch ein bisschen, glaube ich, wenn sie das nicht geändert haben. Ob wir da Zombies an der Backe haben? Ich probiere es einfach. Was soll's. Mehr wie schief gehen kann es ja letzten Endes nicht. Ich hoffe echt, ich habe den Wegpunkt richtig gesetzt. Und dass da kein Respawn ist. Aber wir waren ja erst in-game-technisch gestern da und haben eigentlich alles weggemacht. So, laut Wegpunkt sollte ich da sein. Irgendwie... Ist das? Das ist es. Da ist er, der Hangar. So, ich hole mir das Messer noch schnell runter und dann aktivieren wir das direkt. Das Messer nur für den Fall, dass ich von einem einzelnen Zombie unterbrochen werde, dass ich in der Lage bin, da was zu tun. Oh nee, das wird nichts. Oh Leute. Oh Leute, kann ich mich umgucken, während das läuft? Ja, kann ich. Ich sehe nur natürlich nichts. Ah, jetzt. Lustig. Licht ist mitgedreht. Aber es läuft noch. Es läuft, es läuft, es läuft. Drückt mir die Daumen. Das ist jetzt ein etwas anderes Ende, aber es wäre cool, wenn wir es hinkriegen würden. Wie gesagt, ich habe den Spielstand. Nee, da kommen sie schon. Das schaffe ich niemals. Niemals.
und unterbrochen. Oh Jesus. Also hier auf dem Flugzeug kann ich mich nicht retten. Das bringt nicht viel. Ich könnte mal versuchen, mich hier auf so ein LKW oder sowas hinten drauf zu tackern. Mal gucken. Das habe ich auch noch nie gemacht. Einfach mal so eine Horde versuchen auszustehen. Die hauen jetzt mit aller Kraft dagegen. Guckt es euch mal an. Da hinten die ganzen Explosives. Metzger, die werden mich irgendwann früher oder später treffen. Und spätestens, wenn die Hunter da sind, was ich gerade sagen wollte, ist das Thema durch. Und was mir auch gerade noch so auffällt, die Riesen. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber die gibt es ja auch noch, ne? Zwei Stück. Okay, also das haben sie tatsächlich hochgeschraubt. Komme ich auf den Bus? Ne, ich gehe nochmal auf den LKW. Ich will das mal testen. Die Riesen, die werden mich da wahrscheinlich runterkloppen. Wenn ich denn lang genug drauf bleibe. Ist halt echt gucken, mich so ein bisschen hin und her bewegen. So ein bisschen versuchen, die Hunter im Auge zu behalten. Aber solange ich mich immer ein bisschen bewege, dürften sie mich nicht treffen. Ich will zumindest mal gucken, was passiert, wenn jetzt die Three Heads hier ankommen. Aber die hauen mich hier wahrscheinlich einfach weg. So, also er holt aus. Ne, das war's. Ja, liebe Leute. Und zu dem Thema. Also, es ist bei euch heute der 12.9. Und das ist jetzt die letzte Folge. Ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und werde morgen direkt eine Aufnahme für irgendwas starten. Entweder morgen oder vielleicht auch heute Abend noch. Hängt davon ab, wenn meine Frau mich jetzt 2 Wochen am Stück von morgens bis abends ertragen musste. Vielleicht schmeißt sie mich den Sonntagabend doch einfach raus. Dann würde ich Sonntagabend was machen, aber auch erst nach dieser Folge. Und ansonsten mache ich es halt erst Montag. Und wie gesagt, denkt bitte dran, die Kommis, wie ihr es gerne hättet, neue Staffel oder hier weitermachen. Auch wenn ihr es jetzt noch drunter schreibt, werde ich es wahrscheinlich noch rechtzeitig lesen, bevor ich mich da final entschieden habe. Es explodiert immer wieder sofort, selbst jetzt. Also das ist schon krass. Ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben. Versuche ich es jetzt. Nee, was soll ich hier noch versuchen? Die haben mir schon alles eingerichtet. Ja, cool. Es ist einiges hier geblieben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die alle mit zum Hangar gekommen sind. Aber die vom Hangar kommen ja auch nochmal durch. Weil allein zwei Hütten dabei. Mein Blut liegt irgendwo da unten. Da kann ich definitiv nicht dran. Wir beenden das Ganze. Also, wenn ihr mir häufiger mal beim Scheitern zuschauen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier morgen uns wiedersehen. Entweder für die Fortsetzung dieser Staffel, quasi neuer Versuch nach 22 ohne den Plasmaschocker, oder für den Start einer neuen Staffel.